Und ja, hier ist die schöne Spoilerlippe. Passt gut. Schließt sauber im Radlauf ab. Hier haben wir so einen kleinen Flap noch integriert. Ja, und das Ganze hier in Hochglanz schwarz. In diesem Fall kleben wir das Ganze mit dem 3M Klebeband drauf. Wir hatten das ja in den Videos zuvor schon mal gezeigt, also es ist wahlweise. Standardmäßig wird das Ganze mit Nieten ausgeliefert. Gibt es ja schon zahlreiche Videos, wie das funktioniert. Und in dem Fall ist es das 3M Klebeband. Ja. Vorteil gerade bei so Fahrzeugen Leasing und Co. oder eben bei so Fahrzeugen, die besonders, ja, wo man sich eben einen Wertzuwachs, Sammlerfahrzeuge oder was auch immer. Wir haben ja stellenweise auch Ferrari und Gedönse Teile im Angebot. Also für Ferrari Teile im Angebot. Und in so einen F8 Tributo so mit der Nietenzange reingehen. Tut ein bisschen weh. Wichtig ist natürlich in dem Fall sauber machen. Und wichtig ist auch, was noch machen? Den Primer auftragen. Den Primer auftragen, genau. Jetzt haben wir schon mal grob sauber gemacht. Jetzt gehen wir hier mit dem 3M Reinigungstuch. Das ist natürlich dabei. Hier noch mal drüber. Das bringt nicht euer ganzes Auto hier sauber zu machen, sondern einen Berührungspunkt von dem Klebeband und dem Originalteil. So. Genau, der Chris bereitet schon mal die Klebelaschen vor, damit wir das Trägerband abbekommen. Genau. Das ist jetzt hier der Primer, so in Primer getunktes Tüchlein hier. Na? Also Primer ist ganz wichtig, gerade bei solchen Sachen, denn der Primer, der ist nochmal ein spezieller Verbinder zwischen dem Klebeband und dem Untergrund hier. Und hier dann den inneren zuerst abziehen, damit der sich dann hier nicht verklebt, wenn man das schon abgezogen hat. Das ziehen wir hier vorsichtig raus und drücken dabei schon mal ein bisschen an. Wenn so, und jetzt ist dann jetzt richtig drücken und büffeln hier. Doch. Ja, sieht ganz gut aus. Hier bei der Stelle, wo er hier diese Kante macht, da muss man ein bisschen mehr drücken. Ja, stimmt. Aber trotzdem, man sieht es, hier ist eine ganz, ganz kleine Biegung in der Stoßstange. Genau. Und die haben wir natürlich auch dabei. Also ist bei uns nicht einfach hier Brettl-Tuning, ich will jetzt keine Namen nennen, sondern tatsächlich auf die Kontur beziehungsweise auf das Design der Originalstoßstange natürlich genau zugeschnitten. Das ist doch schon mal ganz schick. Ja. Hier haben wir die Schwarzglanz-Elemente, hier haben wir den Schwarzglanz wieder wiederholt. Wir haben uns erst gedacht, machen wir vielleicht auch, weil wir haben ja so ein mattes Material beziehungsweise das strukturierte Material würde natürlich auch zu diesem Stoßfänger ganz gut passen, aber wir wollten ein bisschen so einen Absatz haben. Ja, und da ist das Kontrast. Ein bisschen Kontrast, da ist es mit dem Glänzen, denke ich mal, ganz gut. Ja, dann würde ich sagen, ihr habt gesehen, das geht klack, klack, fertig. Nicht sofort losfahren, auch ein Klebeband braucht ein bisschen zum Kontakt bilden, zum Wirken, wie ein normaler Kleber letztendlich auch. Ich würde mal sagen, 4-5 Stunden stehen lassen. Das Ganze auch wichtig bei vernünftigen Temperaturen, nicht bei Minusgraden oder sonstiges verkleben. Genaue Anwendungen findet ihr auch auf den Datenblättern oder fordert die bei uns an. Ja, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Abonnieren, liken, durch die Welt teilen und ja, dabei sein, wenn es weitergeht und vor allem dann zum Schluss den Carporn, weil wie das Ganze dann so ausschaut, wenn das Auto auch satt am Boden steht, Felgen kommen auch drauf und, und. Das wird mit Sicherheit noch interessant. In diesem Sinne, bis bald, CSR.